Ja, hallo, jetzt wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, für diejenigen, die es beim letzten Mal gesehen haben, ich hatte ja hier so ein bisschen Probleme, will ich nicht sagen, mit den Eisenplatten, wie ich das am geschicktesten mache. Ich habe jetzt, glaube ich, eine sehr gute Lösung gefunden. Und zwar habe ich hier oben einfach ein paar... ja, wie heißen sie noch gleich? Förderbandsplitter gebaut. Das kann man, ich zeige euch das mal eben, wie das funktioniert. Ihr habt hier oben schon so ein existierendes Förderband. Und da könnt ihr einen Förderbandsplitter an jeder Stelle, quasi wo das Förderband verläuft, bauen. Ich habe dann im Anschluss, nachdem der gebaut wurde, darunter noch so einen Ständer drunter gebaut, damit es nicht ganz so unrealistisch und freischwebend aussieht. Das, ja, muss man dann eben machen. Dann muss man das Förderband davor und danach zerlegen. Das Ganze einmal neu anschließen und schon funktioniert es genauso, wie man es hier sieht. Ja, das können wir dann hier noch beliebig erweitern und es dann überall so machen. Das erstmal vorweg. Jetzt ist das nächste, was wir machen wollen in diesem Video. Ihr seht das rechts oben vielleicht schon. Einen Meilenstein freischalten. Und zwar ist das der für die Stahlproduktion. Ich habe die Materialien, glaube ich, alle schon eingesammelt. Wir brauchen 200 mal Kabel. Wir brauchen 1000 Draht. 10 modulare Rahmen und 50, da sind sie, Rotoren. Und dann heißt es, los geht's. So, jetzt können wir neue Teile herstellen und neue Gebäude. Ich möchte mir erstmal die Parts anschauen. Also Stahlbarren. Dafür brauchen wir Eisenerz und Kohle, okay. Steelbeam, Stahlträger, dafür brauchen wir Stahlbarren, ist auch logisch. Stahlrohr, brauchen wir auch Stahlbarren, okay, ist also ähnlich wie das, was wir aus Eisen machen können. Encased Industrial Beam, das sind also Stahlträger mit Beton ummantelt, wenn ich das richtig sehe. Stator, brauchen Stahlrohr und Draht, das ist eine Spule, oder? Ein Motor, ist glaube ich klar, was das ist. Ein Motor. Und schwere modulare Rahmen brauchen Schrauben. Die Träger im Beton ummantelt. Stahlrohre und modulare Rahmen. Ach herrje, wie sollen wir die denn mal automatisiert herstellen später? Da bin ich aber drauf gespannt. Da müssten wir dann ja eigentlich noch neue Gebäude wieder haben. Gelbe Fragmente haben wir nicht, aber wir können das trotzdem frei. Ach, stimmt, wir brauchen ja dann ein gelbes Fragment später, nur um das herzustellen, nicht um den Meilenstein freizuschalten. Gut, können wir dann auch noch machen. Den verbesserten Nahkampf auch, aber da müssen wir wieder Rotoren und modulare Rahmen herstellen. Das machen wir später. Und Logistik Mod 3, dafür brauchen wir Motoren. Okay, 50 Stück. Ja, da sind wir dann noch ein wenig von entfernt. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja schon... jetzt habe ich wieder vergessen, was das war. Es war Eisen und Kohle, oder? Stahlbarren, Eisenerz und Kohle, ja. Okay, Kohle haben wir ja reichlich hier. Wir können jetzt ja auch durchaus die Kohlegeneratoren hier abreißen. Wir haben ja reichlich an anderer Stelle gebaut. Ist es auch die ganze Ecke ruhiger geworden hier.
Gut. Hätte ich vielleicht auch vorm Video schon erledigt haben können. Naja. So. Wo stellen wir die denn überhaupt her, unsere Stahlbarren? Oder legen wir die Kupfergeschichte erst an? Ne, wir haben für die Kupfer haben wir ja für den Moment hier genügend. Das muss natürlich auch alles noch auf größere Füße gestellt werden. Vielleicht machen wir die Stahlbarren. Auch hier oben, aber in eine andere Richtung. Nämlich. Da haben wir noch zwei Eisenvorkommen, die wir dafür wunderbar nutzen können. Müssen wir das eben freibuddeln. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal zwei. Oder haben wir noch welche? Ne. Zwei kleine Miner. Wir haben gar nicht genug Platz. Was können wir denn hier rauspacken? Die ganzen rohen Erze, die packe ich mal hier rein. Ich habe hier übrigens ein paar Kisten gebaut. Ich weiß gar nicht, ob man die schon im Video gesehen hat. Für verschiedene Materialien. So, zwei mobile Miner. Nummer 1. Nummer 2. Produktion Miner. Ah, wir können jetzt auch hier schon Stufe 2 bauen. Was braucht es dafür? Okay. Ne, nichts, was wir dann jetzt im Video machen. Da müssten erst nochmal die hier halten. Und da möchte ich jetzt mal auch noch was ausprobieren. Das habe ich selber noch gar nicht gemacht. Habe ich aber bei jemand anders gesehen. Und zwar. Na Mensch. Dass man hier Fundamente bauen kann. Reicht das schon? Nein. So. Und dass man tatsächlich, das geht wirklich. Und dann kann man nämlich die Miner auf die Fundamente bauen. Das ist ja. Göttlich. Okay, den kann man jetzt nicht so komfortabel drehen wie den anderen, aber. So. Dann haben wir die beiden schon mal gebaut.
machen wir das mit dem Strom. Voll belegt. Der ist noch nicht voll belegt. Okay. Eins. Zwei. So, die legen dann beide los. Ja, schade, dass wir den hier nicht auch so schön drehen können wie den anderen. Wir das Ganze noch etwas eleganter handhaben können, aber das ist so auch schon sehr cool. So, Eisenerz. Dieses Eisenerz soll benutzt werden mit der Kohle und zwar dort oben. Wir müssen wahrscheinlich wieder einen Turm bauen, auch das machen wir dann nicht während des Videos. Upsala. Achso, ich wollte gerade sagen, was kommt da denn? Das kennen wir doch, das Gerät. So, dann würde ich mal sagen. Wir nutzen die freie Fläche ab hier weiter. Ja, das passt nicht so ganz. Das lassen wir frei. Dann ist das hier im Grunde alles tote Fläche. Geht erst ab hier los. Das stelle ich mir einfach mal als Startpunkt. So. So, für den Übergang. Okay, was mir hier gerade interessant. Ich laufe da jetzt nicht ganz her. Mich wundert, dass hier keine Kohle ankommt. Normalerweise müssten wir von der Menge her genug fördern, dass da was Überschüssiges bei rauskommt, aber. Scheinbar ist dem nicht so. Hinten anfangen war etwas einfacher, ne? Etwas. Mein Gott. So, das erste war Stahl und Eisen. Dafür brauchen wir ja schon direkt eine Manufaktur, ne? Ich würde das erste als Zulieferlinie nehmen. Und dann quasi erst irgendwo hier damit beginnen, okay? Zu teuer. Ne? Okay, reicht es denn noch für eine? Ja, tut's.
So. Die stellen wir dann auf. Einen Moment, jetzt muss ich mal. Ich möchte Stahl. Ach, das ist wahrscheinlich die Schmelze, ne? Die wir dafür brauchen. Was haben wir denn sonst noch für neue Gebäude überhaupt bekommen? Ach, die Gießerei, das ist das, was wir brauchen. Ja, okay. Gut. Da habe ich jetzt gar nicht auf die Materialien geachtet, die werden wir sicherlich nicht haben. Nee. Da muss ich erstmal manuell für ran. Okay. Dann also doch. Kohle und. Was wir an Eisenerz haben, dann stellen wir Stahlbarren her. Ach Gott, das dauert auch noch ein bisschen. Die ersten haben wir dann jetzt gleich. Wir brauchen 14 Stahlrohre. Dann können wir die schon herstellen? Ja, locker. So, und was wir brauchen? 3 Encased Industrial Beams. Dafür brauchen wir sicherlich normale. Ne, wir brauchen Steel Beams. Für 1 brauchen wir 4, das heißt, wir brauchen 12. Okay, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen Beton holen. Oh, ich habe auch immer noch nicht das zweite Kalksteinkraftwerk gebaut. Ist auch nicht so ganz dramatisch. Okay, alle Lager sind voll. Wieder Platz machen. Also da und die Eisenbarren drin, dann können wir hier auch mal ein paar Eisenstangen und auch Schrauben wegpacken. So. Jetzt haben wir erstmal wieder Platz. Jo, jetzt haben wir doch alles. Wir haben Beton, wir haben die Stahlrohre, wir haben Encased Industrial Beams. Jetzt testen wir mal was. Jo, ist knapp, aber es geht auch so. Gießerei. Bauen wir hier. Und hier können wir dann Stahlbarren auswählen. Sehr schön.
So, Kohle ist tatsächlich nichts da. Ich meine, wir können uns jetzt hier ganz bestimmt ein wenig helfen. Ich möchte hier jetzt auch gar nicht zu viel bauen. Ups. Sondern ich möchte einfach nur schnell. Jetzt müssen wir da wieder hoch. Das können wir auch noch komplett zerlegen, die ganze lange Leitung. Hatte ich gehofft, dass das erstmal so geht, dann können wir nämlich erstmal die ganze Kohle dort verwenden. So, hier möchte ich dann durchaus wieder drei, vier, fünf, sechs. Ne, dann machen wir das lieber schon mal dort. Ja, ist fast zu nah noch. Ist das besser? Ne, dazwischen. So. Also, ich möchte bitte von dort. Dorthin. Und da könnt ihr hier jetzt eigentlich auch noch mal schnell in Live sehen, wie ich das mit den Splittern gemacht habe. Dann habe ich mir die Flucht rausgesucht, wo das Ding ungefähr hin muss. Einmal so. Dann einen Förderbandsplitter genommen, setzt den dort oben in etwa hin, dass es passt. Dann muss man das zerlegen. Der kann auch weg. Und hier ist das jetzt ein bisschen schwierig, weil es tatsächlich sehr nah dran ist. Jetzt kommen wir nicht an das kurze Stück Förderband, glaubt man das? Kann ja nicht wahr sein, also das ganze Ding noch mal abreißen. So. Also, dann machen wir die Kurzvariante. Hier unten noch mal. Jetzt sieht man etwas besser, wo man ran muss. Der kann weg. Und dann geht es von dort dort rein und von dort da unten rein. Eigentlich ganz simpel. Auch hier provisorisch erstmal daran. Kommt dann jetzt von dort. Wird hier gleich angeliefert, das Ding. Wie machen wir denn das? Wir brauchen ja im Grunde für unsere Eisen eine ähnliche Linie. Wisst ihr was? Das überlege ich mir einfach zwischen dem diesen und dem nächsten Video, wie ich das genau mache. Das war's nämlich wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf. Macht's gut, euer Grillo.